Herzlich willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um Zeitmessung im Mittelalter. Wir befinden uns quasi um den Jahreswechsel und da haben wir ganz viel mit Begriffen zu tun, die mit Zeitmessung zu tun haben. Wir wechseln das Jahr von 2022 auf 2023, Monat von Dezember zu Januar. Es ist Silvester, wieder so ein bestimmter Zeitpunkt. Ganz viele Dinge, die damit zu tun haben und wie man das im Mittelalter hatte. Wo wir Dinge aus dem Mittelalter heute noch benutzen und wo unsere Zeitmessung überhaupt herkommt. Darum soll es heute gehen. Der Sponsor dieser Sendung ist mal wieder die WBG. Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft ist auf der einen Seite ein wissenschaftlicher Verlag, sogar ein sehr renommierter, auf der anderen Seite auch ein Buchhändler oder Buchclub. Wer Mitglied ist, kann da Geld sparen. Aktuelle Bücher sind deutlich günstiger als sonst. Und als Sponsor geben sie mir auch immer was in die Hand zum Verlosen. Und das Buch, das ich heute verlosen werde, ist dieses. Das leuchtende Mittelalter. Ich werde in diesem Film einige Bilder aus Handschriften zeigen. Sehr, sehr schöne Bilder. Leider gibt es kein Stundenbuch im Verlagsprogramm der WBG. Aber dieses Buch ist ein sehr guter Ersatz, denn hier haben namhafte Historiker quasi ihre Lieblingsbilder herausgesucht, schreiben etwas dazu. Es ist ein wundervoller Querschnitt durch die französische Buchmalerei. Wirklich ein Buch, das man sich immer wieder nimmt, um darin zu schmökern, so ein Coffee-Table-Book im allerbesten Sinne. Und drei davon darf ich verlosen. Also, wer es haben möchte, schreibt in die Kommentare. Könnt auch was Nettes zusätzlich in die Kommentare dazu schreiben. Erhöht eure Gewinnchance allerdings nicht. Und nächste Woche werde ich per Zufallsprinzip drei Gewinner herauspicken, die jeweils eins der Bücher gewonnen haben. Zeitmessung machen die Menschen eigentlich schon immer. Sobald die Menschen sich darüber im Klaren sind, dass die Natur sich um sie verändert, kann man Zeiten daran messen. Tag, Nacht ist eine ganz, ganz simple Beobachtung, aber auch so etwas wie der Lauf des Mondes oder der Lauf der Sonne sind Beobachtungen, die man leicht machen kann. Man kann einen Zyklus feststellen und aus diesem Zyklus kann man eben Zeitmessung machen. Der Mondzyklus, wir nennen es heute Monat, ja, sogar im Wortverband. Der Sonnenzyklus ist heute das Jahr. Das haben die Menschen sehr schnell festgestellt. Wenn wir zum Beispiel von der Steinzeit reden, Jäger und Sammler vor allen Dingen, die brauchen gar keine so genaue Zeitmessung. Denen ist ziemlich egal, wie viel Uhr es gerade ist. Denen ist wichtig, Tag, Nacht, ganz klar. Wann gehe ich raus, wann gehe ich besser nicht raus. Ich muss wissen, wann gewisse Jahreszeiten anfangen, wann Tiere sich bewegen und wandern. Das sind alles Dinge, die im Kalender wirklich wichtig sind. Und es ist kein Wunder, dass wir bereits in steinzeitlichen Funden Beispiele für Zeitmessung finden. Wir finden regelrechte Kalender, wir finden Mittel zur Beobachtung der Sterne, Sonne und Mond. Also ob es jetzt ob es jetzt Stonehenge ist oder die Scheibe von Nebra, es gibt ganz, ganz viele Beispiele dafür. Sobald sich Reiche bilden, ändert sich das Ganze. Dann brauche ich eine viel exaktere Zeitmessung. Für die Verwaltung muss ich Zeiten miteinander synchronisieren können. Ich muss wissen, dass wir über denselben Tag wenigstens reden. Das sind alles Dinge, die aufkommen und mit den ersten Hochkulturen haben wir dann eine genauere Einteilung. Eine Einteilung des Jahres, eben den Mondzyklus und den Sonnenzyklus, die sich leider mathematisch nicht ganz so miteinander vertragen. Eine Möglichkeit, diesen Sonnenzyklus nochmal einzuteilen, ist nach Sternzeichen. Mit der Sonne läuft ja auch das Himmelszelt, die Sterne einmal rum und das kann man natürlich auch einteilen und die alten Ägypter haben das schon gemacht. Viel wichtiger für uns ist aber die Einteilung der Babylonier. Die Babylonier haben ein Sechsagesimalsystem, das 60er-System quasi. In der Keilschrift finden sich die Ziffern von 1 bis 50, daraus kann ich die Zahlen bis 60 bilden. Das ist das System und deswegen, weil wir ein Fünftel davon genommen haben, haben wir heute 12 Tierkreiszeichen und dann später 12 Monate. Diese Tierkreiszeichen, die wir heute verwenden, sind tatsächlich babylonisch. Auch wenn sich die Bezeichnungen natürlich verändert haben, die Symbole sind genau dieselben geblieben. Da haben wir Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. Und das hat sich tatsächlich nicht geändert. Das ist von den Babyloniern zu den Griechen gegangen, von den Griechen zu den Römern und von denen quasi zu uns. Das ist ziemlich gesetzt und diese Tierkreiszeichen wurden in die allgemeine Philosophie aufgenommen. Im Mittelalter zum Beispiel in die Vier-Säfte-Lehre. Der Mensch besteht aus 4 Säften und diese 4 Säfte bilden seinen Charakter. Dazu kommen noch die Elemente dazu und warm, kalt, trocken, feucht. Und es wurde auch den Tierkreiszeichen zugeordnet, die Elemente wurden zugeordnet. Das wurde alles im Prinzip zu einem großen philosophischen Unterbau genommen. Der nächste Schritt ist natürlich Monate. Ja, ist relativ klar. Monat ist die nächste Einteilung. Und da sind wir bei unseren Monaten bei den alten Römern.
Ich werde jetzt für die Monate immer Bilder einblenden und die Bilder sind zum Teil aus dem Stundenbuch des Duc de Berry, wahrscheinlich dem bekanntesten Stundenbuch überhaupt. Genauer gesagt, es ist das Très Riche Heure, das reiche Stundenbuch des Duc de Berry. Die Bilder sind auch sehr, sehr bekannt. Ich habe aber auch noch eine zweite Handschrift, eine Wiener Handschrift, die viel, viel einfachere Federzeichnungen zeigt. Da kann man sehr schön sehen, wie sie sich unterscheiden oder wo sie sich eben nicht unterscheiden. Und wenn ich die Monate mal durchgehe, nenne ich jeweils den römischen Namen, den altdeutschen Namen und den spätmittelalterlichen Namen. Diese römischen Monate, diese Zwölferteilung, ist im 4. Jahrhundert bereits germanisiert worden. Es gab dann eigene Namen und unter Karl dem Großen im Frühmittelalter, im 8. Jahrhundert, wurden die dann relativ weit verbreitet. Und ein paar dieser Namen benutzen wir heute nicht mehr, ein paar davon sind uns durchaus noch geläufig. Und das rauszustellen, darum geht es mir hier eben. Der Januarius. Januar, nennen wir es heute, nach dem römischen Gott Janus benannt, ist für uns der erste Monat im Jahr. Das ist allerdings nichts, was damals auch schon so einfach gilt. Wenn wir die Tierkreiszeichen angucken, die fangen im März an. Mit dem Frühjahr beginnt das neue Jahr, der Winter ist noch das alte Jahr. Dementsprechend ist das erste Tierkreiszeichen auch der Widder im März, nicht das Tierkreiszeichen für den Januar. Und das haben die Römer erstmal ganz genauso gemacht. Lange Zeit war der März der erste Monat. Ich benutze unsere Einteilung, also im Januar fangen wir an. Im Frühmittelalter war das der Wintermanot. Im Spätmittelalter der Jänner, von Januar abgeleitet, und so heißt er heute noch in Österreich. Wir sagen im Januar dazu, und das Bild aus dem Stundenbuch des Duc de Berry zeigt Essen. Das haben wir sehr häufig auf Bildern, dass im Januar gegessen wird. Das ist einfach der Monat, in dem die Vorräte aufgebraucht werden, die Wintervorräte. Da passt das schon relativ gut. Der Februar, Februarius, ist benannt nach einem Bußfest. Im Frühmittelalter hieß er Hornung. Im Spätmittelalter immer noch Hornung. Und das finden wir auch in einigen alten Kalendern. Bis ins 20. Jahrhundert findet man diesen Begriff noch teilweise, wahrscheinlich heute noch, je nachdem, wo man schaut. Wir sagen ansonsten dazu Februar. Hier habe ich jetzt zum ersten Mal den Vergleich zwischen dem Bild aus dem Stundenbuch des Duc de Berry und dem Bild aus einem einfachen Stundenbuch. Beide zeigen etwas sehr Ähnliches, wie sich Menschen am Feuer wärmen. Das ist das, was mit dem Februar assoziiert wird. Und man sieht hier eben sehr schön, die sind nicht voneinander abgemalt. Das sind einfach Bilder, die sind üblicherweise mit diesem Monat assoziiert. Das ist das, woran die Leute gedacht haben. Wir werden es gleich auch bei den Namen noch bemerken. Das ist ganz bemerkenswert. Der nächste Monat, der Martius, nach Gott Mars benannt. Lange Zeit der erste Monat im Jahr, bis eben der Jahreswechsel eher in den Januar verlegt wurde. Im Frühmittelalter der Lenzin-Manot. Lenz sagt man heute noch zum März. Im Spätmittelalter ist es bereits der März, allerdings mit E, nicht mit Ä, und heute sagen wir eben März dazu. Aprilis, da ist ein bisschen strittig, woher der Name kommt. Wahrscheinlich nach dem griechischen Namen Aphrodite für die römische Göttin Venus. Ist aber nicht ganz klar. Im Frühmittelalter Ostermanot und im Spätmittelalter dann bereits April. Hat sich nichts mehr geändert. Der Maius, wahrscheinlich nach der Göttin Maya, Tochter des Atlas, oder Halbgöttin, je nachdem. Im Frühmittelalter ist der Wunimanot, da steckt das Wonnemonat drin, Wonnemonat Mai, sagt man ja bis heute. Der nächste Monat ist dann der Junius, nach der Göttin Juno benannt. Im althochdeutschen Prachmanot und im Spätmittelalter immer noch Prachmond. Die Bilder dazu zeigen tatsächlich bäuerliche Arbeiten statt Prache, hier sogar Heuernte, was ganz lustig ist, weil eigentlich der nächste Monat so heißt. Aber heute sagen wir statt Prachmonat natürlich Juni. Jetzt kommen wir zu zwei ganz speziellen Monaten. Jetzt fangen wir mit einer Zählung an. Die römischen Monate, die erste Hälfte ist im Prinzip nach Göttern benannt, die zweite Hälfte hat eine durchgehende Zählung, die wir heute noch haben, die aber vollkommen schräg ist. Denn wir sagen September, also der siebte Monat, zum 9. Monat. Und Oktober, 8. zum 10. Monat. November, 9. zum 11. Monat. Und Dezember, 10. zum 12. Monat. Das liegt genau in dieser Verschiebung vom März auf den Januar als Jahresanfang. Denn gezählt vom März wären sie an der richtigen Stelle. Dann wäre der Oktober der 8. Monat. In römischer Zeit haben wir noch die Monate Quintilis und Sextilis. Also der 5. und der 6. Monat, die wurden allerdings umbenannt, zu Ehren eines Kaisers jeweils. Aus Quintilis wurde der Juli nach Julius Caesar, der im Frühmittelalter als Hevimanot
und im Spätmittelalter als Heumonat bezeichnet wurde. Da haben wir die Heuernte, die wir eben schon gesehen haben. Wir sagen dazu heute einfach Juli. Der Sextilis wurde nach Augustus als August bezeichnet, als Aranmanot im Frühmittelalter und als Augustmond im Spätmittelalter. Wie gesagt, bei uns ist es der August. Der September, der siebte Monat, der eigentlich der neunte geworden ist, ist der Vitumanot im Frühmittelalter und der Herbstmond im Spätmittelalter. Der Oktober ist der Vindumemanot im Frühmittelalter, der Weinmond im Spätmittelalter. Der November ist der Herbstmanot im Frühmittelalter und der Wintermond im Spätmittelalter. Und der Dezember ist der Heiligmanot im Frühmittelalter und der Christmond im Spätmittelalter. Parallel dazu sind natürlich immer auch die lateinischen Namen gebräuchlich. Also wer im Mittelalter vom Oktober redet, der wird verstanden. Aber Weinmond ist trotzdem ein verbreiteter Monat. Und die beiden Stundenbücher dazu waren natürlich ein schöner Vergleich zwischen der Welt des Adels. Auch da hat man bäuerliche Aufgaben gesehen, wenn auch sehr idealisiert. Oft hat man aber eben gesehen, was die Adligen machen. Man hat allerdings auch in der anderen Handschrift die Verrichtung von einfachen Leuten gesehen. Die Eichelmast, wir haben Pflügen gesehen, wir haben Bäume zuschneiden gesehen. Also wir haben da tatsächlich in diesen Kalenderbildern den gesamten Jahresablauf. Und da sieht man auch, es war wichtig für die Leute. Es gibt auch einfachere Varianten. Hier zum Beispiel habe ich einen Jahreskalender, der allerdings gar keine Tagesdaten hat. Es sind die einzelnen Monate und ich habe den hier nochmal in einer nachgebauten Version. Da sieht man auch wieder die Arbeiten und wenn ich den umklappe, dann sieht man jeweils dazu die Tage. Das kann man hier rausklappen, das ist so eine Art Taschenkalender. Und man sieht hier nirgendwo eine Tagesanzahl der Monate, man sieht aber die Stunden am Tag, die es hell oder dunkel sind. Das ist ganz nett hier zu sehen. Dazu eben nochmal die Tierkreiszeichen, die jeweilige Tätigkeit. Auch das ist immer noch nichts ganz Billiges. Aber relativ kurz danach finden wir dann auch mit dem Buchdruck deutsche Bauernkalender. Der ist zum Beispiel aus dem Germanischen Nationalmuseum. Das ist dann günstig gedruckt und allgemein zugänglich. Also solche Kalender waren schon sehr, sehr verbreitet. Die römischen Monate waren anfangs noch sehr unterschiedlich. Also 28 Tage, was heute eine Ausnahme ist, mit dem Februar, war eigentlich so etwas wie ein gängiger Monat. Kommt ja vom Mond, der Mond umlaufen, das wären 28 Tage, würde passen. Nur wie gesagt, er ist nicht kompatibel zum Jahresablauf. Also ein Sonnenjahr ist einfach 365 Tage, etwas mehr, komme ich gleich nochmal dazu. Da komme ich nicht mit 12 Monaten klar. Deswegen hat man die Tage auf verschiedene Monate verteilt. Um das Ganze in Einklang zu bringen und auch eine Verschiebung zu lösen, denn es sind eben nicht 365 Tage, es sind 365 ein Vierteltag. Auch das nicht, komme ich auch nochmal dazu. Und um das zu lösen, hat Julius Caesar den julianischen Kalender eingeführt. War er tatsächlich auch daran beteiligt, war nicht nur eine reine Auftragsarbeit. Das löst das Ganze. Er führt den Schalltag ein, er führt auch die heutigen Dauer der Monate ein, also der Januar mit 31 Tagen, der Februar mit 28 Tagen und dann der Wechsel von 31 und 30. Das kommt alles schon in der julianischen Kalenderreform vor. Und damit hat er das Problem erst einmal halbwegs gelöst. Nicht dauerhaft, es sind tatsächlich nicht 365 ein Vierteltage, da fehlen 12 Minuten. Das wird auf Dauer zum Problem werden, das dann nach dem Mittelalter gelöst werden wird mit der gregorianischen Kalenderreform. Aber mit dem julianischen Kalender haben wir im Prinzip das, was wir heute als Monatseinteilung kennen. Kommt uns schon sehr vertraut vor und letztlich benutzen wir genau diese Namen. Die Zählung der Jahre ist dann noch ganz spannend, denn wir sagen heute 2023, jedenfalls bald. Das ist noch gar nicht so lange üblich, wie man denkt. Noch ist jetzt etwas weniger als 1000 Jahre üblich. Vorher hat man nach der Gründung Roms gezählt. Also in Rom, in anderen Hochkulturen natürlich anders. Ab Urbe Condita, das war die Zeitrechnung. Oder dann später jeweils nach der Regierung eines Konsuls und später die Regierung der Kaiser. Das war auch eine wichtige Einteilung. War tatsächlich verwirrend, weil jedes Jahr hatte quasi einen anderen Namen. Und bei Kaisern konnte das relativ kurz sein. War aber vergleichsweise verbreitet und ist auch im Frühmittelalter teilweise noch üblich, dass man eben nach Ab Urbe Condita rechnet. Erst im 8. Jahrhundert kommt es auf, dass man nach Anno Domini, nach Christi, rechnet. In England haben mehrere Mönche sogar versucht, das Geburtsdatum Christi zu errechnen und danach eine Zeitrechnung zu installieren. Das dauert eine Zeit lang, bis sich das verbreitet. Von England aus
nimmt das seinen Weg auf den Kontinent, aber erst 1060, etwa um 1060, fängt die katholische Kirche an, nach Christi zu rechnen. Bis dahin haben wir eigentlich noch alte römische Rechenweise, ab dann eben die Rechenweise, die wir heute noch hier benutzen. Ist natürlich in anderen Kulturen ganz unterschiedlich. Wo, nach welchem Zeitpunkt man rechnet, da gibt es ganz viele Varianten. Eine Variante, die auch im Mittelalter verbreitet war, war nach Erschaffung der Welt. Und im jüdischen Kalender wird heute noch so gerechnet, der ist nach dem Erschaffen der Welt orientiert. Die Streit ist natürlich, wann die Welt erschaffen wurde, da gibt es auch verschiedene Berechnungen, aber dieses System ist genauso denkbar. Wichtig im Monat sind die Heiligen. Die Monatstage wurden nicht gezählt wie heute. Man hätte nicht gesagt, wir treffen uns am 3. Februar. Das hätte man nicht getan. Das ist auch in Urkunden oder sowas als Datierung vollkommen unüblich. Üblich ist, sich an heiligen Festen zu orientieren. Und wenn ich hier nochmal meinen Kalender habe, da sind die heiligen Namen aufgeschrieben. Ganz unterschiedlich. Je nach Monat. Hier natürlich relativ klein. Aber ein anderes Beispiel ist der Kalender des Grafen Eberhard im Barte. Da habe ich ein Faksimile hier, der ist schon sehr komplex. Und da finden wir eben auch diverse heiligen Namen. Und welche heiligen Namen im Kalender stehen, der kann natürlich auch komplett ausgefüllt sein. Die Kirche hat mehr als genug Heilige für jeden Tag. Aber man schreibt im Prinzip die Heiligen rein, die in der jeweiligen Region üblich sind, die man selbst glaubt, die wichtig sind. Hier habe ich zum Beispiel einen Ambrosius-Tag. Und wenn man sich verabredet hätte, hätte man den nächsten Heiligentag gesucht und hätte daran das Datum orientiert. Also ich gebe zum Beispiel einen Brief von Markgraf Albrecht Achilles an seine Frau aus dem Jahr 1481 und der wird datiert auf den Sonntag nach Navitatis Mariae. Also die Geburt Mariens wird am 8. September begangen. Offensichtlich war das 1481 ein Samstag, also ist der nächste Tag ein Sonntag. Sehr einfach. Daran orientiert man sich und solche Heiligennamen benutzen wir tatsächlich heute noch. Der Martinstag ist jedem geläufig. Manche Leute, so Bergleute zum Beispiel, kennen den Barbara-Tag. Und jetzt für uns gerade ganz wichtig, Silvester. Der Tag des heiligen Silvester, ein heiliggesprochener Papst. Und dieser Silvestertag, der ist für uns tatsächlich so eine Landmarke. Daran denken wir. Wir würden durchaus sagen, ja, wir treffen uns am Samstag vor Silvester. Das ist was, ja. Oder zwischen den Jahren. Also da können wir es noch ein bisschen erahnen. Nikolaus ist genauso ein Tag, da haben wir auch den heiligen Tag direkt vor Augen. Und das war für die Menschen damals geläufig. Die wussten einfach viel mehr heiligen Tage als wir und haben daran ihren Alltag orientiert. So hat man sich verabredet, so hat man ein Datum im Prinzip aufgeschrieben. Sonntag nach Navitatis Mariae oder der Dienstag vor St. Sebastian oder was auch immer für ein Stadtheiliger da ist oder so. Es gibt ganz viele Varianten. Und in weicher Literatur ist die Rede von Heinrich dem V. bei der Schlacht von Agincourt im Stück von Shakespeare. Das ist die Crispianus-Tagsrede. Denn das ist der Tag von Crispin und Crispianus und an diesem Tag hält er diese Rede, geht eben auch darauf ein, dass die Leute in Zukunft am St. Crispianus-Tag sagen, ich war dabei. Das ist das Denken der Menschen in dieser Zeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So wurde das Jahr aufgeteilt. Und deswegen sind diese Heiligenkalender auch sehr, sehr wichtig. Im Mittelalter gab es noch ein wichtiges mathematisches Problem, nämlich das Errechnen des Osterfestes. Das ist ein bisschen schwierig, denn Osterfest ist quasi, orientiert sich am Frühlingsanfang und dann muss man das Datum danach rechnen und das ist wirklich nicht so sehr simpel. Selbst Gauss hat sich noch mit diesem Problem beschäftigt und hat eine Formel entwickelt, um das Osterfest sicher zu berechnen. Das war immer wieder ein wichtiger Punkt und es gab Leute, die sich damit beschäftigt haben, das waren die Computer. Also da wird das Wort schon verwendet, das ein Mathematiker, der sich dann beschäftigt, das Osterfest zu berechnen, der wurde so bezeichnet. Und das war tatsächlich für die Mathematik eine ganz, ganz verbreitete Problemstellung, das Osterfest ordentlich zu berechnen. Und man merkt natürlich auch im Mittelalter schon, dass da Probleme entstehen. Der julianische Kalender ist leider nicht perfekt. Er missachtet leider immer noch Teile der Verschiebung zwischen Mond- und Sonnenkalender. Also er arbeitet ja mit 365 ein Vierteltag, aber das ist immer noch nicht korrekt. Das Jahr ist ein bisschen weniger lang und so verschiebt sich nach und nach der Frühlingsanfang, was dann wiederum das Osterfest problematisch macht. Und irgendwann hätte man Osterfest im Winter gehabt. Das wird allerdings nicht mehr im Mittelalter angegangen. Es gibt da schon die ersten Vorschläge, aber wirklich reformiert wird das Ganze erst im späten 16. Jahrhundert. Und zwar durch Papst Gregor, der gregorianische Kalender, den wir heute noch benutzen, der wird als Reaktion darauf erlassen, verbreitet sich sehr, sehr unterschiedlich.
in Russland zum Beispiel erst nach der Revolution. Also da wird noch ganz lange julianischer Kalender verwendet, was auch zu großen Datierungsproblemen führt. Also man muss sich da als Historiker echt mit beschäftigen, Daten umzurechnen, je nachdem, wo man ist. Auch die Reformation hat es nicht einfacher gemacht. Denn warum sollen die reformierten Gebiete einen Kalender der Katholiken übernehmen? Das tun sie erstmal nicht. Das dauert auch teilweise da sehr, sehr lange. Und so haben wir teilweise in benachbarten Regionen unterschiedliche Daten. Also während auf der einen Seite schon der 3. März ist, auf der anderen Seite noch der 28. Februar. Muss man eben im Kopf haben. Hilfreich dafür ist tatsächlich die 7-Tage-Woche, denn die wird nicht beeinflusst, wenn der Kalender verändert wird. Also die Leute sind durchaus in der Lage, das Jahr zu verändern oder den Monat zu verändern, aber der Wochentag bleibt gleich. Da haben wir eine Abfolge, daran können wir teilweise so Verwerfungen sogar sehen. Die sind lustigerweise nicht groß verändert worden. Für uns sehr, sehr hilfreich. Apropos Wochentage. Eigentlich wäre eine 7-Tage-Woche sehr, sehr naheliegend. Der Mondkalender mit 28 Tagen geteilt durch 4 wäre 7 Tage. Aber ausgerechnet die Römer machen es komplizierter. Die benutzen eine Woche namens Nundinum oder auch Marktwoche. Die ist dem Namen nach 9-tägig. In Wirklichkeit ist sie nur 8-tägig, denn sie besteht immer aus einem Markttag, 7 Tage dazwischen und wieder einem Markttag. Der Markttag zählt aber jeweils zu der Woche davor bzw. der danach. Also der erste Markttag ist schon Teil der Woche davor und das ist tatsächlich sind dadurch 8 Tage lang. Bisschen verwirrend, da haben die Römer auch schon auf die 7-Tage-Woche umgestellt, die seither eigentlich nicht verändert hat. Die Tagesbezeichnung ist dann ganz spannend, denn sie richtet sich nach den 7 sichtbaren Planeten. Der eine oder andere dürfte jetzt hellhörig werden. Wie? 7 hatten die schon? Planet bedeutet im Wortsinn umherschweifend. Einer der Himmelskörper, die sich bewegen. Die meisten Himmelskörper stehen ja mehr oder weniger fest, die meisten Sterne. Und dann gibt es eben ein paar, die sich bewegen. Und 2, die wir nicht mehr zu den Planeten zählen, gehörten damals dazu, nämlich die Sonne und der Mond. Das waren Teile der 7 Planeten und danach wurden Wochentage benannt. Die Babylonier haben damit mal wieder angefangen. Also die babylonischen Wochentage sind der Tag der Sonne, des Mondes. Jetzt kommen spätere Bezeichnungen des Mars, des Merkur, des Jupiter, der Venus und des Saturns. Das waren die Planeten, die man erkennen konnte, ohne größere Hilfsmittel, ohne Fernrohr oder so, das, was es ja noch nicht gab. Und ich habe jetzt zwar die römischen Namen benutzt, die Babylonier haben ihre eigenen Bezeichnungen dafür gehabt, aber ab dem Römischen Reich haben wir eben genau die Bezeichnungen, die ich gerade hatte. Also Sonntag, Montag, Marstag, Merkurtag, Jupitertag, Venustag und Saturntag. Und dieses System aus Babylon hat sich ziemlich weit verbreitet. Also das finden wir auch im ostasiatischen Raum. Da werden genau dieselben Planeten in genau derselben Reihenfolge für die Tage verwendet. Auch da gibt es wieder eine althochdeutsche Variante, die teilweise analog zu den römischen ist, teilweise abweicht. Und hier haben wir mal ein Beispiel. Tatsächlich haben Missionare versucht, diese Tagesbezeichnung zu ändern. Waren aber nur bei 2 erfolgreich. Bei allen anderen waren sie erfolglos. Und in anderen Sprachen, anderen europäischen Sprachen, waren sie gar nicht erfolgreich, also da können wir das immer noch finden. Die alte hochdeutschen Bezeichnungen sind eben der Soltag, immer noch Sonntag, der Montag, der Tuesday, eigentlich ein Tuesday, das ist eine andere Bezeichnung für Tür, also eigentlich ist es der Türstag, der Wodenstag oder Wotanstag, was wir im Englischen noch haben, mit Wednesday, dann haben wir den Donnerstag von Thor, im Englischen Thursday, im Deutschen eben Donnerstag, den Freitag. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe mal, also es wird angeblich von Freier abgeleitet, aber ich habe mal irgendwie mitbekommen, dass das gar nicht stimmen soll. Da bin ich jetzt aber tatsächlich überfragt. Und wir haben den Samstag, ursprünglich Sambastag. Und die beiden Tage, bei denen die Missionare tatsächlich Erfolg hatten, sind der Mittwoch bei uns statt dem Botanstag. Und der Samstag, der leitet sich vom Sabbat ab. Also das ist der freie Tag gewesen. Und man hat schon mitbekommen, der Sonntag war der erste Wochentag ursprünglich. Und das haben wir ziemlich lange, diese Einteilung. Da sehen wir eigentlich ziemlich genau die modernen Bezeichnungen, die wir heute haben, sind relativ alt. Es gibt allerdings viele alternative Bezeichnungen. Ich habe mal ein paar Beispiele für den Dienstag rausgesucht. Also der Dienstag kann der Dies Martis sein, also tatsächlich noch der Marstag. Es kann aber auch der Feria Terita sein, also der dritte Tag. Es kann der Aftermontag sein. Das finden wir auch. Es kann der Erdtag sein, der Irschtag, der Ziestag. Also haben wir eine ganze Menge parallele Bezeichnungen, die verwendet wurden. Aber grundsätzlich, die Bezeichnungen, die wir für Tage benutzen, sind sehr alt und sind eine muntere Mischung aus babylonischer Idee, römischer Bezeichnung und althochdeutscher oder sogar germanischer Benennung
ungefähr ab dem 4. Jahrhundert. Für die mittelalterlichen Menschen gibt es dann noch einen ganz wichtigen Punkt, nämlich die Planetenkinder. Ich habe ja vorhin schon erzählt, die Wochentage sind nach den Planeten benannt. Und so ganz nebenbei haben sich da die alten römischen Götter ins Mittelalter gerettet. Also da schien man nichts groß was dran zu finden, dass da immer noch der Saturn dabei ist. Ja, im Deutschen geht das sogar. Da haben wir, wie gesagt, im Deutschen haben wir vom Sabbat abgeleitet den Samstag. Im Englischen haben wir einen Saturday und es ist der Saturntag mitten im christlichen Mittelalter. War für die Leute aber offenbar gar kein Problem. Diese Planetenkinder oder Planetenherrscher waren sehr, sehr populär. Und da gibt es eine ganze Menge an Bildquellen dazu. Hier ganz berühmt aus dem Wolfegger Hausbuch, die Luna, der Mond. Und da sehen wir jetzt auch die Tierkreiszeichen vom Anfang wieder. Hier haben wir den Krebs, der ihr zugeordnet ist. Und jede Menge Handlungen, die dazu gehören. Wir haben unten Musikanten, wir haben Glücksspiel, wir haben Badende, wir haben Jäger mit Leimruten. Und hier haben wir in einem einfachen Handschrift mit relativ einfachen Zeichnungen genau dasselbe. Wir haben wieder den Mond, wir haben wieder den Krebs, wir haben wieder einen Fischer da unten, in dem Fall eben was mit Wasser zu tun hat. Wir haben Badende, die sich übrigens, wisst ihr, haben sich nie gewaschen. Hier sehen wir sie dann. Und noch eine Version eben aus der Wiener Handschrift von oben. Ganz genau dasselbe Schema. Das haben wir immer und immer wieder. Merkur ist im Prinzip der Patron der schönen Künste. Aber auch für die Tafelkultur, das einfacher, nicht mehr ganz so höfig, aber hier haben wir einen Silberschmied, hier haben wir einen Bildhauer, letztlich genauso. Die Venus, hier sehen wir die Waage und den Stier zugeordnet. Man sieht unten natürlich die entsprechenden Tätigkeiten, Badehaus quasi schon sehr rot, im Hintergrund ein Paar, das sich ins Gebüsch verzieht, Tänzer, Musikanten, höflicher Tanz. Auch hier im Prinzip dasselbe, Musikanten und Tanz. Und auch hier etwas einfacher, genau dieselbe Darstellung. Dann haben wir Jupiter. Jupiter ist das Herrschaftliche, es ist die körperliche Ertüchtigung. Es ist, wir sehen hier einen Steinewerfer, wir sehen hier einen Kämpfer mit einem Stecken, wir sehen unten Ringer, wir sehen Gebet, auch das gehört zu Jupiter. Hier im Hausbuch sehen wir sogar zwei Gelehrte, die sich mit Schriften beschäftigen. Wir sehen im Hintergrund ein Armbrustturnier. Und hier sehr, sehr ähnlich. Wir sehen ja einen Reisenden, wir sehen ja auch körperliche Ertüchtigung. Mars natürlich Gott des Krieges. Im Hausbuch interessanterweise nicht als Krieger, also im Sinne von Krieg dargestellt, sondern es ist mehr eine Fehde, es ist mehr ein Überfall, das viel wird weggetrieben. In anderen Darstellungen orientiert sich das sehr, sehr deutlich daran. Also wir sehen hier aus drei unterschiedlichen Quellen, wir können nicht nachweisen, dass die voneinander abgemalt haben. Es sind einfach so tradierte Darstellungen, dass sie sich alle sehr, sehr ähneln. Ja. Und hier weniger Krieg, mehr Fechten, was eigentlich mehr zu Jupiter gehören würde. Trotzdem ist hier Mars. Wo ein Hintergrund geht ein Haus in Flammen auf. Das ist dann schon kriegerisch. Dann kommt noch die Sonne, Sol, Mond und Sonne, eben auch Planeten. Ist ein bisschen merkwürdig, aber tatsächlich so zu sehen. Auch hier wieder körperliche Ertüchtigung, schon wieder. Und im Vordergrund Musikanten und auch Gebet. Ganz ähnliche Darstellung auch hier. Und hier wieder körperliche Ertüchtigung und Fechten. Und der letzte davon ist dann der Saturn. Das ist so die negativste Figur. Alles, was mit Tod und Erde zu tun hat, gehört dazu. Wir sehen hier allerdings auch den Steinbock und den Wassermann als Tierkreiszeichen dazu. Wir sehen Bauern, wir sehen Gefangene, einen Mann im Stock. Und wir sehen das Schlachten eines Tieres und im Hintergrund sogar eine Richtstätte. Und auch das sind Darstellungen, die genauso immer wieder zu finden sind. Also letztlich unterscheiden die sich fast gar nicht. Das zeigt aber eben sehr, sehr schön, wie die Vorstellung der Tierkreiszeichen, der Planetenherrscher, all das verquickt war. Das Ganze auch noch mit der Vier-Säfte-Lehre. Das gibt so einen guten Hintergrund für die Sicht der Menschen auf das Jahr. Natürlich haben wir auch Astrologie im Sinne von Vorhersage. Der Geburtstag ist da noch gar nicht so sehr wichtig. Astrologie geht weniger auf den Geburtstag wirklich, sondern man nimmt den Tag, über den man was wissen will und sagt dann, ob es ein gutes oder ein schlechtes Omen ist. Geburtstagshoroskope kommen auch auf, werden sehr, sehr wichtig. Ein paar der großen Mathematiker, die heute tolle Namen haben, Kepler oder Galileo, wirklich alle großen Namen der Mathematik dieser Zeit sind auch Astrologen, machen auch astrologische Gutachten, erstellen Horoskope,
Es gibt ja keinen, der da eine Ausnahme wäre. Auch Regio Montanus zum Beispiel beschäftigt ja sehr, sehr stark damit. Es gibt einfach noch keine Trennung zwischen Astronomie und Astrologie. Das ist immer noch Teil der Wissenschaft zu der Zeit. Dann haben wir jetzt die Jahreszählung, wir haben die Monatszählung, wir haben die Wochenzählung. Als letztes kommen wir zur Stundenzählung. Und die ist relativ überraschend, weil man denkt immer so, ja, der Tag wird in Stunden unterteilt und eine Stunde ist in etwa gleich lang. Das ist eine Annahme, auf die man erstmal kommen muss, oder die man erstmal brauchen muss. Für einen Großteil des Mittelalters ist das eben nicht so. Es ist schon sehr, sehr früh so, dass ein Tag 24 Stunden hat. Da sind wir schon wieder in der babylonischen Rechnung, 2 mal 12, das liegt relativ nah. Das bleibt auch so. Aber diese Stunden sind einfach unterschiedlich lang. Sehr, sehr lange. Denn eine Nacht hat 12 Stunden, ein Tag hat 12 Stunden. Heute ist das nicht mehr so. Heute hat der Tag 24 Stunden und Tag und Nacht sind da irgendwie reingedrückt. Für den mittelalterlichen Menschen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sind es 12 Stunden erstmal. Und ein gutes Beispiel dafür, habe ich vorher auch nicht gewusst, das ist eine sogenannte kanonische Sonnenuhr. Die hat, wenn man hinschaut, genau 6 Einteilungen. Und das passt zur Zeiteinteilung im Klosterleben. Die sogenannten Horen, die klösterliche Tageseinteilung nach den Offizien, nach den Gebeten. Da haben wir ab Mitternacht Nocturn, dann haben wir Matutin oder Laudes in der Morgendämmerung, wir haben Prim bei Sonnenaufgang, Terz Mitte des Vormittags, Sext um 12 Uhr Mittag, Non zur Mitte des Nachmittags, Vesper bei Sonnenuntergang, da kommt übrigens unser Wort Vesper her, also das Essen kommt von da. Dann haben wir noch komplett 1 Stunde nach Sonnenuntergang. Diese Einteilungen sind eben nicht gleich lang. Bei Sonnenaufgang haben wir den ersten Schatten, der dann wandert. Und wenn ein Tag im Winter nur 8 Stunden hat, also nur 8 Stunden hell ist, dann ist das eben 8 geteilt durch 6. Im Sommer, wenn es besonders hell ist und wir zum Beispiel einen 16-Stunden-Tag haben, dann ist es 16 geteilt durch 6. Diese Stunden, die wir sehen, oder diese Einteilungen sind unterschiedlich lang. Und das ist lange Zeit sehr, sehr sinnvoll. So wurde das Ganze gerechnet. Danach hat man sich gerichtet. Also die Abstände waren im Sommer bei den Tagesoffizien länger als im Winter, was aber auch zum Arbeitstag gepasst hat. Die Vorstellung einer gleich langen Stunde, die ist noch gar nicht da und wird auch noch gar nicht gebraucht. Und lustigerweise fehlen auch die entsprechenden Uhren. Also es gibt bereits Wasseruhren in der Antike, aber sie tauchen gar nicht groß auf. Und auch Sanduhren, die lange bekannt sind, haben noch gar nicht so den Zweck. Dazu komme ich gleich nochmal, aber die sind sehr selten. Also wenn, dann haben wir Sonnenuhren, da muss halt jemand draufschauen. Und wenn die entsprechende Zeit ist, dann wird zum Beispiel eine Glocke geläutet. Und das geht auch in die Städte über. Diese Horen werden auch in der Stadt genutzt. Oder alternative Varianten, zum Beispiel das Maria-Läuten, morgens, mittags und abends. Das ist so der Pulsgeber für die Stadt. Die Glocke, noch gar nicht an einer Uhr, sondern von einem Klöckner im Prinzip geschlagen, das gibt die taktet den Tag im Mittelalter bereits. Und auch da macht man sich gar keine Gedanken, dass das unterschiedlich lang ist. Das ist einfach so. Die Arbeitstage sind auch unterschiedlich lang. Macht natürlich auch was mit den Menschen. Der Arbeitsalltag ist anders gegliedert. Diese Glocken sind nicht unbedingt nur in Kirchtürmen. Die finden wir auch auf Wehrtürmen, also auf städtischen Türmen. Die finden wir auch im oder am Rathaus. Und auch wenn sie in den Kirchen sind, gibt es Konflikte, wem sie gehören. Wir haben zum Beispiel in Frankfurt am Main Konflikte, ob die Glocken jetzt der jeweiligen Kirche, in dem Fall also dem Bischof, dem Erzbischof von Mainz gehören oder der Stadt. Immer wieder wird auch darüber prozessiert, weil eben die Zugriffsmöglichkeiten auf diese Glocken auch wichtig sind, eben um den Alltag zu ordnen. Dann kommt eben etwas Neues. Es kommt die mechanische Uhr. 1336 haben wir die erste nachweisbare Uhr in Mailand. Wir haben wieder ein schönes Beispiel dafür, wie wissenschaftsfeindlich das Mittelalter ist. Man kann sagen, in den nächsten 50 Jahren verbreitet sich diese Uhr in ganz Europa in den Städten. Also 1336 in Mailand, 1375 haben wir die ersten Stundenglocke in Hamburg. Mit dem Verweis, dass Schmiede nicht mehr schmieden dürfen, nachdem dat de Glock 5 geschlagen heft. Also wenn die 5 geschlagen hat, müssen die Schmiede ihre Arbeit einstellen. Und 1382 wird auch in Hamburg eine Uhr mit Schlagwerk erwähnt. Allerdings nicht als neu, die scheint schon da zu sein. Und bis 1400 hat sich in den Städten im deutschsprachigen Raum allgemein Uhren durchgesetzt. Sehr frühe Variante haben wir zum Beispiel in Bern, die Zitglocke, die obere Uhr ist neu, die untere von beiden, die ist alt, die ist von 1405, also genau die Zeit, von der wir gerade gesprochen haben. Und da haben wir eben eine städtische Turmuhr, gar nicht unbedingt im Kirchturm, das ist eben der Punkt. Das kommt natürlich auch auf, weil der Turm da ist, ist sehr praktisch, aber es muss nicht.
so ausgesehen haben. Und bei den Türmern, eine Stadt wird ja von Türmern oder hat in Mauern ihre Türme, die von Türmern besetzt sind, die haben so eine Türmeruhr. Die ist aus dem Germanischen Nationalmuseum und ist so die klassische Variante der spätmittelalterlichen Uhr. Ist eine Gewichtuhr und die Neuerung, die diese Uhr zum Funktionieren bringt, ist einfach eine Hemmung, damit dieses Gewicht nicht nach unten durchläuft. Wird oben durch ein Zahnrad und einen Taster einen Takt gegeben. Oben die beiden Gewichte bewegen sich, geben diesen Takt da frei oder nicht und das Gewicht kann immer nur ein kleines Stück absinken und so kann man im Prinzip diese Uhr einfach aufziehen, wenn man das Gewicht nach oben zieht, dann ist die Uhr aufgezogen. Es hat auch noch keinen Minutenzeiger, der Stundenzeiger ist dafür erstmal ausreichend genug. Und so eine Türmeruhr, hier ist sie sogar schon mit einem Glockenspiel versehen, also gibt schon ein Signal ab, das ist schon vergleichsweise modern. Die taktet dann dem Türmer, wann er Signale geben muss. Es können Hornsignale sein, es können aber auch Glockensignale sein. Und hier habe ich eine Stadtansicht von Nürnberg aus dem Jahr 1502. Ist nicht aus der Schädelischen Weltchronik, auch wenn sie so aussieht. Das ist aus dem Buch von Konrad Keltis. Und wenn man mal genauer schaut, da gibt es ein hübsches Detail bei den Kirchtürmen. Da haben wir nämlich genauso einen Türmer dran. Da hängt natürlich nicht wirklich ein Kerl draußen am Turm. Hier werden die Türme dargestellt, die mit einem Türmer besetzt sind und der eben ein Glockensignal gibt. Offensichtlich gar nicht mal unbedingt mit einem Schlegel, teilweise auch mit einem Hammer. Aber das ist natürlich für eine Stadt sehr, sehr wichtig. Wo sitzen die Türme? Wer gibt die Signale? Wie so eine Türme aussieht, hier haben wir eine erhaltene aus Forstenberg aus dem Jahr 1463. Relativ einfache Uhr. Hat auch noch keinen Federaufzug oder sowas. Das werden wir gleich nochmal sehen. Die werden eben durch Gewichte und eben eine Hemmung angetrieben. Müssen regelmäßig gereinigt werden, also auch die werden, da sie geschmiert werden müssen, werden die teilweise sogar ausgebrannt, damit das Schmierfett weg ist, dann werden sie gereinigt und wieder zusammengesetzt. Das passiert relativ regelmäßig. Die Städte haben auch versucht, die Uhrmacher, nachdem sie eine Uhr geliefert haben, in der Stadt zu halten für die Wartung der Uhr. Und einige dieser Uhren müssen mehrmals am Tag gestellt werden. Also das ist tatsächlich, die sind noch so ungenau, dass man sie nachstellen muss. Deswegen ist das nicht so ein Ding, das von alleine läuft, wie wir es heute haben, sondern so eine Uhr hat einen Betreuer, der sich um sie kümmert und der dann eben die Signale geben kann. Also Klöckner oder Türmer ist ein Vollzeitberuf. Und dann haben wir natürlich eine neue Art von Stunde. Jetzt sind die Stunden gleichförmig. Jetzt sind sie eben nicht mehr unterschiedlich lang. Und auch die Sonnenuhren reagieren darauf. Hier haben wir eine Sonnenuhr von 1477 aus dem Kloster Alpirsbach. Und man sieht schon an der Einteilung, da hat man drauf reagiert. Die ist nicht mehr so aufgebaut wie die vorherige Sonnenuhr, sondern die Abstände sind unterschiedlich lang, damit die halbwegs korrekte Stunde angegeben wird. Es gibt dann später noch Sonnenuhren, die wirklich genaue Stunden angeben. Die sind viel, viel komplizierter aufgebaut. Also muss man ein bisschen Arbeit reinstecken. Die sind grob genau. Kirchen oder Uhren müssen nicht unbedingt an Kirchtürmen sein. Wir haben auch sehr, sehr häufig Frühuhren, die unten im eigentlichen Kirchenraum sind. Zum Beispiel aus Stralsund, aus der Nikolaikirche, die astronomische Uhr. Auch da sind wir im 15. Jahrhundert. Also wir sind relativ kurz nach Verbreiten der Uhr. Hier haben wir schon ein regelrechtes Wunderwerk, das eben noch astronomische Daten ausspuckt. Davon gibt es auch eine ganz breite Reihe von Varianten. Also da haben die Uhrmacher sehr schnell Meisterwerke erschaffen. Wir haben hier zum Beispiel eine Standuhr, die so ein bisschen wie ein Bildstock aussieht, die offensichtlich im Freien stand, auch mit einem Schlagwerk. Und von 1435 bereits haben wir diese Uhr aus dem Besitz von Philipp dem Guten, Herzog von Burgund. Das ist die älteste erhaltene Uhr mit einem Federaufzug. Die ist im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg wieder. Und mit dem Federaufzug werden Uhren natürlich viel kompakter. Ich muss kein Gewicht mehr dranhängen. Ich kann durch die Feder das Ganze antreiben. Und jetzt ist der Weg frei für Taschenuhren im Prinzip. Jeder kennt das Nürnberger Ei, das von Henlein erfunden wurde, die erste Taschenuhr der Welt. Dummerweise ist eine Fälschung. Auch da mal beim Germanischen Nationalmuseum schauen. Die haben einen sehr, sehr guten Artikel dafür online gestellt. Den gab es noch nicht. Es gibt also Peter Henlein, den gab es, der hat auch tragbare Uhren gebaut, die man in die Tasche stecken konnte. Es gibt auch spätere Modelle, aber genau dieses Nürnberger Ei als erste Taschenuhr der Welt ist einfach nicht echt. Leider. Aber hier haben wir natürlich schon eine Standuhr von wirklich hoher Präzision und man sieht wirklich, wie schnell hier die Technologie der Uhr sich verändert hat. Und fast alltäglich, davon gibt es ganz viele Abbildungen, sind eben in besseren Haushalten bereits solche Wanduhren.
Selbe Prinzip wie eben, die Türmeruhr, Gewicht angetrieben, relativ einfaches Konzept. Ich habe auch einen Nachbau, der ist wirklich nicht kompliziert aufgebaut. Findet man auf vergleichsweise vielen Bildern, auch oft auch aus Eisen und in vielen Haushalten eben schon relativ verbreitet. Und lustigerweise kommt jetzt eine Uhrenform, die so im Mittelalter wenig zu finden ist. Jetzt kommt die Sanduhr. Denn wenn wir eine gleichbleibende Stunde haben, dann ergibt es auch Sinn, diese Stunde weiter zu unterteilen. Bei einer nicht gleichen Stunde ist das relativ witzlos. Hier habe ich jetzt eine Sanduhr, ganz klassische Sanduhr, mit der ich zum Beispiel eine halbe oder eine Viertelstunde abmessen kann. Und auch die verbreiten sich. Mit der festen Stunde entwickelt sich auch eine andere Vorstellung von Pünktlichkeit. Das kann man nachweisen, zum Beispiel in Tagelöhnerverträgen. Da wird gesagt, morgens zum dem und dem Glockenschlag musst du deine Arbeit anfangen. Ratssitzungen werden auf einen Termin gesetzt. Da wird wirklich gesagt, zur so und so vielen Stunde fängt die Ratssitzung an. Und wer verspätet, muss entsprechend, da gibt es dann Strafzahlung, die wiederum nach einer im Ratssaal angebrachten Sanduhr bemessen werden, mit dem man die Verspätung abmisst. Also das kommt sehr schnell zusammen. Eine Alternative zu den Sanduhren sind auch Stundenkerzen. Auch die sind gar nicht so verbreitet, erstmal wenn man denkt, denn auch die braucht man erst, wenn man eine Stunde hat, die man einteilen kann. Und mit der Uhr tauchen eben diese beiden Uhrformen auf und verbreiten sich auch noch zusätzlich. Und man kann wirklich sagen, in den Städten kommt ein neues Denken auf. Man denkt jetzt in Zeit, so ähnlich wie wir das tun. Auf dem Land ist das erstmal nicht so. Es gibt auch Dörfer mit Uhren. Also auch im dörflichen Bereich finden wir Uhren. Natürlich nicht flächendeckend. Überhaupt nicht. Es gibt Dörfer und kleinere Orte, die haben eine Uhr. Andere haben das nicht. Da ist es dann nach wie vor der Glockenschlag, der die Zeit einteilt. Wo wir keine Uhr wirklich an einem Kirchturm oder sowas haben, haben wir vielleicht eine Türmeruhr, eine einfache Uhr, wie wir sie gezeigt haben, mit der das Ganze dann getaktet wird. Wir haben aber genauso Orte, in denen es noch sehr, sehr lange dauern wird, bis die Stunde als Zeiteinheit überhaupt auftaucht. Mit der Stunde ist auch sowas wie Minute und Sekunde sehr, sehr schnell da. Die Idee ist da nicht besonders naheliegend. Im Alltag braucht man es aber auch oft nicht. Wozu brauchen die Menschen im Mittelalter allzu oft Sekunden? Das ist was kaum gebraucht wird. Für Wissenschaftler wie solche Astronomen, da ist das etwas anderes. Die brauchen sehr genaue Zeiteinteilung. Haben sie, können sie mit entsprechenden Uhren machen, aber im Alltag spielt es keine große Rolle. Wenn man im ganz normalen Alltag mal einen kurzen Abschnitt braucht, da haben wir lustigerweise aus Kochbüchern eine sehr interessante Angabe, die man wahrscheinlich auch auf andere Gebiete übertragen kann. Maestro Martino, ein italienischer Koch und eigentlich der erste Koch, der mit Namen bekannt ist und wirklich ein Star wurde, hat im 15. Jahrhundert zum Beispiel Nudelgerichte verfasst. Und er schreibt, um seine Ravioli zu kochen, soll man beim Kochen zwei Vaterunser beten. Es müsste ungefähr 5 Minuten sein, dann seien seine Ravioli fertig. Das ist etwas, was offensichtlich als Alltagszählung verbreitet war. Und so sind wir jetzt beim im Prinzip kleinsten Zeitabschnitt des Mittelalters gelandet. Wir haben ja im Prinzip vom ganz Großen bis zum ganz Kleinen angefangen. Zeit wurde immer gemessen. Die Frage ist immer, in welchem Abschnitt und welchen Abschnitt braucht man? Für den normalen Steinzeitmenschen reicht ein Mondkalender vollkommen aus. Mit der neolithischen Revolution und dem Aufkommen der Landwirtschaft wird es schon durchaus interessant, genau zu wissen, welchen Tag man hat. Oder dann wird das Ganze schon deutlicher mit einer zentralen Verwaltung in Großreichen, Babylon, Griechenland, Ägypten, Rom, da brauchen wir eben genauere Zeiteinteilung, auch Zeiteinteilungen, die miteinander abstimmbar sind. Man muss Zeitpunkt auch über Entfernung, wenn man über Boten kommuniziert, muss man wissen, man redet vom selben Tag, das wäre schon ganz wichtig. Vom militärischen Bereich reden wir da gar nicht, wie wichtig das da ist. Also man merkt einfach, mit der Anforderung wird diese Zeiteinteilung immer, immer feiner. Und aber erst wenn wir die Technik haben, erst wenn die Technik der Uhr da ist, dann haben wir überhaupt die Notwendigkeit für so etwas wie eine ganz genaue, exakte Stundeneinteilung. Vorher gibt es die nicht. Man redet zwar von Stunden, meint aber nicht das, was wir heute meinen. Ein mittelalterlicher Mensch, der gesagt hätte, ich komme in einer Stunde, ja, da müsste ich erstmal nachrechnen, was ist heute eigentlich eine Stunde? Das müsste ich erstmal definieren. Gibt es noch gar nicht. Ich hoffe, ich habe so einen Einblick in die komplexe Feld der Zeitrechnung im Mittelalter gegeben. Also ich habe hier viele Fragen wirklich nur angekratzt. Das ist alles sehr, sehr oberflächlich. Tiefer kann ich auch nicht gehen. Also das könnte man einzelne Filme über fast jedes Thema machen. Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt. Ich hoffe, ihr fandet es spannend, mal zu sehen, wo sind da die Fallstricke, wo denkt man auch teilweise falsch. Ich habe bei der Recherche durchaus mehrere Male gedacht, ach so,
Okay, das wusste ich nicht. Ich habe viel gelernt bei dieser Recherche. Das ist immer das Schöne an diesem Film. Und ich hoffe, euch geht's genauso. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich gucke dann, ob ich sie beantworten kann. In manchen Fällen kann ich sie vielleicht auch einfach nicht beantworten. Das gibt's gerade bei diesem Thema relativ häufig. Aber lasst uns drüber reden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns nächste Woche zum neuen Film. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.